Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, ich befinde mich heute nicht in meinem normalen Hintergrund, denn das heißt, ich dachte mir heute, dass ich einfach mal die Adventskalendertürchen aufmache, weil die letzten Videos halt immer so lange gebraucht haben, also dass die halt immer so lang geworden sind. Und da dachte ich mir, weil generell sollten ja die Adventskalendertürchen nur geöffnet werden und diese Videos, die ich in letzter Zeit gedreht habe, die waren ganz schön lang und da musste man auch ganz schön lange warten, bis ich dann die Adventskalendertürchen aufgemacht habe. Deshalb, morgen kommt ja noch ein Video online. Also gestern, wenn ihr dieses Video jetzt seht. Denn ich werde dann heute das 16. Kläppchen öffnen und morgen werde ich das 17. Kläppchen öffnen und das in ein Video verpacken und das dann für euch hochladen, wenn das natürlich in Ordnung ist. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder ein normales Video drehen mit dem Ende, dass ein Adventskalender-Türchen aufgemacht wird. Und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich werde heute in dem Video, also ihr werdet natürlich zwei Kläppchen öffnen sehen, aber an verschiedenen Tagen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt sofort los mit dem 16. Kläppchen. Ich muss gerade sagen, dass es richtig unnötig ist. Ich meine, es ist so ein Armband von Manchester. Richtig unnötig. Okay, finde ich jetzt nicht so toll. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Hier von Manchester. Irgendein komisches Band. Wofür auch immer das gut sein soll. Ganz ehrlich. Richtig unnötig, muss ich ehrlich sagen. So. Ich gehe jetzt einfach zu Magic Adventskalender rüber und gebe keinen Kommentar ab über dieses unnötige Ding. Hier haben wir einen Art Deco Silikonblender, ein Make-up-Applikator aus Silikon. So schaut die Verpackung aus. Und jetzt machen wir das Ganze auch noch auf. Der ist sehr, sehr weich, muss ich sagen. Oh, der ist ja mega cool. Guckt euch das mal an. Voll cool. Der geht auch so voll so als Stressblender, würde ich jetzt sagen. Also so zum Auftragen von Make-up. Ob das wirklich funktioniert? Habt ihr schon mal sowas ausprobiert? Ob das wirklich funktioniert? Würde mich mal sehr interessieren. Ich mache mal hier eine Umfrage. Ob ihr mal schon mal sowas probiert habt. Also es ist für mich gerade was Neues. Also ich habe zwar schon mal sowas gesehen, dachte mir aber, ich habe meinen Pinsel, das reicht mir und sowas brauche ich halt eben nicht. Und jetzt habe ich sowas im Adventskalender drin und da finde ich es ganz schön interessant. Tue ich mal hier rein. Weil ich sammle die ganzen Adventskalender-Sachen gerade in verschiedene Kartons und ich glaube am 25. kommt ja das Video online, wo ich den ganzen Wert der Adventskalender ausrechne. Und das wird hoffentlich sehr, sehr interessant. Ich muss nämlich noch die ganzen Preise suchen von den ganzen Sachen. Vielleicht muss ich auch Preise ausrechnen, wenn es zum Beispiel Proben sind. Versuche ich natürlich die Preise auszurechnen. Wobei ich denke, diese Proben bekommt man auch gratis in diesen Kosmetik, Parfümeries und sowas. Denke ich mir, soll ich den Preis da ausrechnen oder nicht? Weil ich meine, ich will jetzt nicht zu lange reden, aber dieser Adventskalender, der große, der ist ja eher so mit Parfümsachen. Der hat ja 32 Euro gekostet und die Sachen, die da bis jetzt drin waren, waren eigentlich in Ordnung. Auch die Parfümproben, man lernt ja auch dadurch sehr viele neue Parfüms kennen. Also viele davon kannte ich noch gar nicht und die riechen auch sehr, sehr gut. Die würde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal kaufen, wenn meine Parfüms auch mal leer gehen würden. Und der Deko-Adventskalender hat ja 50 Euro gekostet und die ganzen Sachen, die da drin sind, ich weiß nicht, ob es den Wert toppt. Und bei diesem Adventskalender, der hat ja ebenfalls 50 Euro gekostet und ich glaube, der toppt den Wert auf jeden Fall.
Da gehen wir jetzt auch zum 16. Türchen rüber. Einen. Was ist das? Ein Lipgloss von Marmieco Linique. Auf jeden Fall ist die Verpackung sehr schön. Und die Farbe ebenfalls. Das ist die Farbe A77. Ah ne, nicht die A77. 03 Sorbet Pop. Okay. Der ist sehr schön. Aber der riecht so komisch. Finde ich. Der hat so einen ganz komischen Geruch irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Tue ich mal wieder rein. Naja, aber es hat auf jeden Fall eine schöne Farbe. Das ist so ein Rosa mit Glitzer. Ganz, ganz schön. Das, was mir gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem Schnipser morgen wieder. Da werde ich dann das 17. Türchen für euch öffnen. Und an dem gleichen Tag wird dann auf jeden Fall das Video hochgeladen. Seid auf jeden Fall gespannt auf das 17. Türchen. So, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Tag. Es ist aber mittlerweile schon wieder abends, weil ich nicht dazu gekommen bin, morgens das Kläppchen zu öffnen. Und ja, ich würde dann sagen, wir machen dann das 17. Kläppchen auf, auch wenn es schon so spät ist und ich schon fast in ein paar Stunden das 18. Kläppchen öffnen kann. Hoffe ich dennoch, dass ja, ihr nicht böse seid, dass ich wieder abends filme, weil die Lichtverhältnisse nicht so gut sind abends und ja. Wir machen das 17. Türchen auf. Es ist wieder eine Parfümprobe drin. Von Jill Sander Softly Eure Toilette. Das sind 2 ml. So schaut die Verpackung aus. Und so schaut das von innen aus. Mega schön. Und jetzt riechen wir mal dran. Oh ja, das riecht top. Das riecht richtig, richtig gut. Oh mein Gott. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal was getoppt, aber es ist trotzdem wieder eine Parfümprobe, wie immer. Ein Eyeliner. Der ist schön. In der Farbe schwarz. So schaut das gute Stück aus. Und, ja, man kann das hier vorne sehen, den Stift. Und hier hinten kann man das halt so nicht. Kann man das nicht drehen, dass das so dann mehr wird? Oder muss man den anspitzen? Also das verstehe ich gerade nicht. Entweder dreht man den später so. Oder man muss den anspitzen. Das ist halt gerade so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich habe auch im Moment sehr, sehr viele Eyeliner gefunden von mir. Die auch sogar neu sind. Und jetzt habe ich total viele Eyeliner. Obwohl ich dachte, ich habe nicht so viele Eyeliner. Jetzt habe ich noch einen zu bekommen. Und jetzt machen wir hier das 17. Türchen auf. Ja. Was ist jetzt das? Also die Verpackung sieht so aus. Die ist mega schön, finde ich. Mega geil. Und was ist das? Es sieht zwar aus wie ein Parfüm, aber irgendwie auch nicht. Also es ist hier in so einem komischen Teil drin. So schaut das aus. Hier steht Aqua Colonia White Peach and
Koriander, ausgleichend, balancing. Also es wurde auf jeden Fall schon mal in Deutschland hergestellt. Und auf der Verpackung steht drauf Eau de Cologne. Also ich gehe mal davon aus, es ist ein Parfüm oder sowas. I don't know. Aber es riecht halt eigentlich ganz gut. Ja, riecht ganz gut. Ja. Was soll ich damit anfangen? Ich meine, es ist jetzt so ein kleines Ding. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich ein Parfüm ist oder auch nicht. Auf der Verpackung steht nicht wirklich irgendwas drauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es irgendein Parfüm ist oder... Keine Ahnung. Falls ihr Bescheid wisst, was das ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Könnt ihr euch mal ja gerne nochmal hier durchlesen und dann könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, was das sein könnte. Ich habe echt keinen Plan. Also wenn es ein Parfüm ist, okay. Wenn es kein Parfüm ist, was ist es dann? Ja, ganz schön interessant heute gewesen. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Das hat jetzt auch nicht gar nicht so lange gedauert. Wenn ich die zu den Adventskalender gehe, werde ich auf jeden Fall ein bisschen vorspulen, damit das auch ebenfalls nicht zu lang wird. Und dann hoffe ich, es war diesmal ein bisschen interessanter für euch, sodass ich nur die Adventskalender geöffnet habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!